hier bin ich also. Ja, liebe Womoklik-Freunde, ein Hallo. Ihr fragt euch sicher, warum der Markus da mit dem Stuhl hier hinkommt. Der Grund ist der, es gibt eine neue Serie, die heißt Markus und sein blauer Klappstuhl. Und zwar ist die Idee dahinter, dass ich jetzt so allgemeine Sachen über irgendeinen Stellplatz, über irgendeine Tour, irgendetwas, einfach irgendwas, was mit Wohnmobil zu tun hat, euch ganz kurz vorstellen will. Darum setze ich mich jetzt einfach zu euch hin, weil man ja meist sitzend mit Freunden redet. Heute geht es mir darum, wie kommt man überhaupt als Stellplatzbetreiber zu Womoklik. Das ist ganz einfach. Eine Bewertung von mir gibt es keine. Das machen andere genügend. Die einzige Bedingung ist, dass mir der Platz gefällt. Wenn mir der Platz gefällt, dann glaube ich, gefällt er euch auch. Und da gibt es natürlich den einen oder anderen Stellplatz, der etwas grenzwertig ist. Wenn dann aber das Umfeld, Umgebung, Altstadt oder irgendetwas Schönes, das dort vorhanden ist, dabei ist, dann muss doch der Stellplatz bei mir dabei sein. Also, wie gesagt, keine Bewertung von Womoklik. Jetzt bin ich aber an einem Ort und da möchte ich euch einen Stellplatz zeigen, der bei mir das Prädikat Super, First und weiß ich was, die schönsten Wörter soll dieser Platz haben, weil der ist etwas ganz Spezielles. Na, dann schauen wir uns den Stellplatz mal genauer an. So, wieder auf den Stuhl. Und jetzt sind wir also in der Provinz Zeeland, Holland. Und hier gibt es dann auch den Camperpark Zeeland. Dieser Platz zeichnet sich durch die Ideen, die der Stellplatzbetreiber hat, aus. Und die möchte ich euch zeigen. Wenn ihr also hier hinfahrt, als allererstes, fahrt nicht zur Schranke, sondern fahrt rüber, zuerst an den Check-in-Platz. So, also wenn ihr beim Check-in-Platz seid, steigt aus, geht an dieses Kassenhäuschen da hinten, löst euch eine Karte, da könnt ihr dann auch schon Guthaben draufladen. Denkt dran, hier könnt ihr nicht mit Bargeld bezahlen. Das heißt, ihr müsst mit Kreditkarte bereits am Anfang Guthaben einkaufen. Wenn ihr dann also die Karte aus dem Automat gezogen habt, könnt ihr hier auf der Übersichtskarte kurz anschauen, was wo ist. Also wir haben hier sämtliche Abteilungen, die auch mit Strom angeschlossen sind. Ganz hinten dann die Plätze ohne Strom. Heutzutage ein ganz wichtiger Punkt ist ja dann das Wireless. Das kriegt ihr hier bei diesem Platz kostenlos. Wenn ihr dann die Karte habt, dann könnt ihr die hier bei diesem Automat hinhalten und dann geht das Tor automatisch auf. Beim Camperpark Zeeland hat es für ca. 104 Fahrzeuge Platz. Fahrt dann rein, sucht euch einen schönen Platz und genießt die Stunden. Und was muss ich? Den blauen Stuhl soll ich nicht vergessen. Und einzigartig, das habe ich noch nie gesehen, eine Fähr- und Entsorgung im Pitstop. Style, das heißt Formel 1 mäßig fahren Sie da rein und können hier an zwei Stationen Wasser beziehen oder eben ablassen. Was hier genial ist, die Kassettenentleerung passiert auf Tischhöhe. Und weiter vorne sieht es dann aus wie bei einer Tankstelle und da können Sie dann Wasser zufüllen. Hier ist also diese Wasserfüllstation und gleichzeitig läuft da der Machines zu mir, er ist der Platzbetreiber. Und er kann doch uns genau diese Anlage kurz erklären. Also hier haben wir die Säule. Was ist der Vorteil von deiner Idee?
Das hast ja du. Ja, was man hier machen kann, ist das, und was besonders ist, ist, dass es einen Schlauch gibt, die von uns ist, die kann man nutzen. Und wenn man gerne die eigene Schlauch nutzt, dann kann das auch an die andere Seite. Da gibt es eine Kupplung und dann kann man den eigenen Schlauch, kann man Wasser tanken. Und dahinter gibt es die Möglichkeit für das Entleeren von der Toilette, Kassettentoilette. Ja, ja. Und an die andere Seite gibt es auch noch eine Möglichkeit für die Hände zu waschen. Das gibt es nicht oft, diese Möglichkeit. Einzigartig habe ich so noch nirgends gesehen. Und wenn doch der Chef jetzt gleich hier ist, dann soll er mir doch die Sanitäranlage noch zeigen. Ja, ja. Geht das? Das machen wir. Ja. Also, gut. Ja. Also Martin, im Hintergrund haben wir die Scheune oder im Stil wie eine Scheune, ja, das Sanitärhaus. Öffnen wir die erste Tür, dann kommen wir zum Service Point. Was finden wir hier vor? Hier finden wir eine Waschmaschine, eine Wäschetrockner. Es gibt schöne Informationen von unserer Gegend und auch noch zwei Abwaschmöglichkeiten. Und unsere Frühstücksservice ist auch hier. Man kann hier Brötchen bestellen und das wird dann die nächste Morgen früh hier abgeliefert und kann man abholen bei unserem Partner. Machines, Camper, sind das saubere Leute? Ja, natürlich sind das saubere Leute. Das heißt, die wollen auch duschen? Ja. Dann hast du ja wahrscheinlich Duschen. Ja. Wie viel hast du denn? Wir haben 4 Duschen und 2 Toiletten. Ja. Und die werden sehr sauber gehalten, auch durch meine Frau. Das habe ich schon gesehen. Ja. Die ist ja Tag und Nacht, ist sie alle paar Stunden. Das machen wir auch zusammen. Alles sollte sauber sein und schön. Ja. Ja. So, liebe Duschfreunde, Folgendes hier zur Dusche zu sagen. Hier kommt die Karte rein. Sobald ihr die reinmacht, fängt es an zu zählen. Und zwar die Minute 25 Cent. Das heißt, wenn ihr fertig mit Duschen seid und ihr euch hier abtrocknet, nehmt die Karte raus und zählt es weiter. Ein ganz wichtiger anderer Teil ist, hier haben wir die Seifenbox. Also das ist inklusive. Ihr braucht also kein Duschtass oder weiß ich was mitzunehmen. Ich möchte gerne noch, ich habe noch eine kleine Überraschung, ich möchte noch gerne etwas holen. So, auf die Überraschung sind wir dann gespannt. Ah. Die Topplatzplakete, die haben wir gestern gekriegt und die schrauben wir hier an die Wand, auf einen schönen Platz. Sehr gut. Erzähl uns doch mal, wie ist dieser Platz entstanden? Ja, wir haben erstmal die Idee entwickelt, einen neuen Stellplatz zu machen. Und hier gab es einen Großparkplatz und die werden sehr schlecht genutzt. Und wir sind nach die Gemeinde gegangen und gefragt, können wir hier einen neuen Stellplatz anfangen? Und das fand man eine gute Idee. Und wir haben in 2 Jahren eine Genehmigung hier bekommen, hier in Mitte von einem Naturschutzgebiet etwas Einzigartiges zu entwickeln. Und in 2 Monaten haben wir das hier realisiert und jetzt gibt es einen schönen Stellplatz. Es gibt hier, wenn es ruhig ist, gibt es hier eben Rehe am Camperpark. So, das ist ja sehr besonders. Also hier ein Naturschutzgebiet. Eben vorher war es ja Großparkplatz, der nicht benutzt wurde. Ja. Und dank Machines haben wir jetzt auch in Holland endlich einen großzügig schönen Stellplatz. Erklär noch kurz, wo sind wir hier genau? Sind wir an der Ostsee, Nordsee oder wie heißt es hier? Wir sind hier gleich am Ufer von Vierse Meer. Und wir sind, wie heißt das Meer? Vierse Meer. Vierse Meer. Ja, das ist ein See. Und etwa 2-3 Kilometer von hier sind wir am Strand am Nordsee. So, das ist auch hier sehr in der Nähe und hinter uns hier ist ein schönes Wald, auch mit schönen Wandermöglichkeiten und Fahrradwegen. Mhm. Es gibt sehr viel zu tun hier. Also hier ganz schön eben Naturschutzgebiet. Es gibt keine Industrie, keine Häuser, null und nichts. Das Einzige ist da dieses, da vorne hat es ein Restaurant und ein... Und ein Wassersportzentrum gibt es noch mit Wasserski und Surfmöglichkeiten. Aber sonst gibt es weit und breit keine Häuser, nichts. Nein, nur also, Natur und viel Ruhe. Für Ruhesuchende hier der Top-Platz in Holland. Ja, stimmt. Ja. Jetzt schauen wir nochmals zwischen den Wohnmobilen durch. Die sind ja in 4 Regionen, sind die, glaube ich, geteilt. Ja, es gibt 4 Felder. 4 Felder. Und die ersten 3, da gibt es auch Strom. Und die letzte haben wir noch keinen Strom, vielleicht später noch, aber 75 Plätze haben Strom. Mhm.
Kann man den Platz zu Hause schon reservieren bei dir? Wir haben noch kein Reservierungssystem, aber wenn es sehr viele Leute gibt, so mit Osten und mit Pfingsten oder Himmelfahrt, dann machen wir ja ein kleines Teil machen wir mit Reservierungen. Was hier ganz besonders ist, es gibt Plätze, da seid ihr effektiv auf Muscheln gebettet. Habe ich auch noch nirgends gesehen. Also, euch habe ich jetzt mal den Stellplatz vorgestellt, oder besser gesagt wir zwei. Ich selber bin hell begeistert von diesem Platz, weil der wirklich ins Detail ausgefeilt ist. Marines, am Nachmittag würdest du mir noch ein bisschen von der Umgebung zeigen? Ja, das gehen wir machen. Ja. Das ist toll. Also Marines, sag mal, warum soll man hier nach dem Camperpark fahren? Was gibt es denn hier zu sehen? Es gibt sehr viel zu sehen. In einem Umkreis von 25 Kilometern gibt es alles, was man im Urlaub sehen möchte. Wir haben ein schönes Städtchen wie Veere. Wir fahren noch nach Veere weiter, später miteinander. Und es gibt sehr schöne Strände hier. Und hier gibt es die Sturmflutwehr, das ist auch besondere Technik. Und ja, es gibt alles für Wandern, für Fahrradfahren. Wir schauen mal rund. Später. Also, ja. Das gehen wir jetzt, oder? Ja, machen Gut. wir. Ja. Also, ab geht's. Wohin gehen wir jetzt als erstes? Markus, wir gehen erstmal nach die Surfufer. Nehmen an unserem Camper, unser Camperpark. Da gibt es viele Wohnmobile, die tagsüber da stehen, direkt am Wasser. Und danach gehen wir nach Strand und später noch nach Veere, das schönste Städtchen von Zeeland. Und vielleicht noch etwas anderes. Da freue ich mich schon mal drauf. Wir sind jetzt 2 Kilometer entfernt von unserem Camperpark. Und für Radfahrer, die das gerne machen, gibt es hier eine Fähre. Das fährt in Hochsaison nach Veere. Und dann kann man an die andere Seite über eine schöne Strecke wieder zurückfahren. Und wir gehen jetzt mit Auto auch nach Veere, aber dann gehen wir über die Damm. Wir sind jetzt am Veerse Gaddam. Im Hintergrund ist Veere, das schöne Städtchen. Und nebenan, an die andere Seite von Veerse Meer, gibt es unseren Camperpark und das Wassersportzentrum. Und wenn man noch weiter sieht, dann sieht man hier die Damm. Die ist in 1961 gebaut. Und da hinten gibt es noch die Sturmflutwehr und die schönen Strände. Die sind kilometerlang und sehr sauber. Hier gibt es hier unten unseren Camperpark und wir sind über die Sturmflutwehr gefahren und entlang die Oosterschelde nach Zierikzee. Jetzt sind wir hier in die Altstadt